Die Blütenpracht der Kamelie hat das Landschloss Zuschendorf fest im Griff. Erzählt wird in diesem Jahr zur deutschen Kamelienblütenschau die Geschichte der sächsischen Züchtung. Und die hat es durchaus in sich. Denn dass es in Zuschendorf eine mehr als 100-jährige Tradition gibt, ist alles andere als selbstverständlich. Kriege, Wirtschafts- und Kältekrisen musste die Königin des Winters überstehen. Das geschah mit Glück, menschlichem Geschick und der ein oder anderen klugen Idee. Das ganz Wichtigste ist natürlich, dass immer ein Gärtner da war, der also über ganz viele Jahre kontinuierlich und täglich sich um die Pflanze gekümmert hat. Muss man nun denken, egal ob das jetzt der 13. Februar 1945 war oder irgendein anderer schlimmer Tag in der letzten Geschichte der 108 Jahre, jeden Tag musste jemand da sein und sich um die Kamelien bemühen. Und das war hier in dem Fall vor allen Dingen der Obergärtner Bernhard Lauterbach. Der Lauterbach der Gegenwart heißt Marion Riedel. Seit 1990 ist sie für die Kameliensammlung in Zuschendorf verantwortlich und damit fast schon so lange im Dienst wie ihr berühmter Vorgänger. Der Lauterbach hat über 60 Sorten am Blatt erkannt und das weiß ich nicht, ob mir das gelingen würde. Ansonsten sind das schon meine Kamelien, so lange wie ich hier arbeite. 350 Kameliensorten werden in den Gewächshäusern von Schloss Zuschendorf aufbewahrt. Die älteste ist dabei von 1885. Das Sortiment zu erhalten hat oberste Priorität, denn die Zuschendorfer Kamelien stehen seit 1993 unter Denkmalschutz. Wenn wir eine Pflanze im Gewächshaus ausgepflanzt haben, haben wir immer noch mindestens zwei Pflanzenreserve, die dann dafür, also für alle Fälle vorgesehen sind, wenn mal eine Pflanze kränkelt. Frische Blüten schneiden, die Ausstellung im Landschloss immer wieder aktualisieren. All das gehört gegenwärtig zu den Hauptaufgaben von Marion Riedel. Nur etwa 3 bis 5 Tage bleiben die Blüten frisch. Und so geht der Black Magic langsam die Kraft aus. Die halb gefüllte Blüte mit ihrem markanten Rot wurde in diesem Jahr zur schönsten Kamelienblüte Deutschlands gewählt. Diese Züchtung gibt es seit 1956. Und auch wenn Black Magic nicht aus der Zuschendorfer Sammlung stammt, so zeigt sie doch, wie wichtig der Erhalt von alten Sorten ist. Und es ist ja bei Pflanzen anders als bei Menschen. Wenn die Pflanzen ein gewisses Alter erreicht haben, dann vermehren die sich schlechter. Deswegen muss man die gesamten Sorten immer als junges Sortiment vorhalten. Und deswegen wird ungefähr ein Viertel davon jedes Jahr wieder neu vermehrt. Und das muss man natürlich alles entsprechend dokumentieren und die Inventur machen und ja, den Blick dafür haben. Und dazu, um das überhaupt zu können, muss man die Sorten kennen. Und da gibt es leider in Deutschland ganz wenige Leute, die noch also eine profunde Sortenkenntnis bei Kamelien haben. Marion und Matthias Riedel setzen sich vehement für den Erhalt der Zuschendorfer Sammlung ein. Dass ihre Arbeit auf breites Interesse stößt, beweisen die Besucherzahlen zur Kamelienschau. Allein in den ersten Tagen kamen tausende Interessierte nach Pirna Zuschendorf. Doch bis Mitte April kann das Blütenmeer bestaunt werden.